Warum schwebt da eigentlich ein Block? Ist episch, aber gut. Jetzt sieht man hier so ein bisschen so einen Überblick über meine Welt. Das ist schon... Oh. Aber gut, da wäre es nicht so tief. Sieht schon irgendwie hier... Da steht dann mein kleines Haus mit der Terrasse. Sieht auch schon irgendwie nett aus, aber das Haus müsste man eigentlich mal umbauen. Das sieht da... Das sieht irgendwie nicht so klasse aus, ne? Kann man so sagen. Man müsste vielleicht oben das Ganze abreißen und sich dann da unten ein bisschen weiter ausbauen. Ich habe da mal eine Idee vielleicht, aber mal gucken, ob ich das jetzt probiere. Das sieht schon ganz cool aus, wenn da so ein Haus drin hängt. Aber ich wollte mir da eh noch was angucken. Das wird jetzt vielleicht gleich noch ein bisschen nicht so spannend, aber dann muss halt auch mal sein, ne? So, die wächst da auf jeden Fall. Wir gehen hier durch unseren Pfad wieder erstmal nach unten. Immer mit dem Schädel an, man weiß nie, was passiert, auch wenn wir hier irgendwie ein Haus haben, was hier nur uns gehört. Ach ne, komm, wir nehmen jetzt die Sachen mit. Ich hab jetzt keinen Bock, nochmal nach oben zu rennen. Einmal hinunter in die U-Bahn und der erste zweckmäßige Nutzung, oder die erste zweckmäßige Nutzung, denn wir haben sie ja sonst nur zum Testen mal gefahren. Ich hoffe natürlich, dass sie das nicht verändern, so. Also die U-Bahn, die Schnelligkeit und die Auswirkung der Boosterschienen in irgendwelchen Updates von Minecraft wäre nicht so klasse. Gold müssten wir eigentlich mal ein bisschen mehr finden. Haben wir jetzt auch nicht so viel gefunden in der letzten Höhle. Da müssten wir nochmal auf jeden Fall rein. So, einmal bremsen. Ach ja, und jetzt geht's ja hier so klasse hoch. Nein, bleib hier. Ach ja, das war ja das Problem. Geht ja auch schon wieder nicht. Jep, da müssen wir unbedingt nochmal was anderes mir einfallen lassen. Ach, scheiße. Und das hier mal zukleistern. Hier irgendwie so ein Steinboden sieht echt total mies aus. Also den müsste man auf jeden Fall wechseln. Das finde ich ja auch ganz episch hier, den Eingang. Auch wenn man da dann vielleicht nochmal auch noch was ändern müsste. Aber das ist ja das wegen dem Lager da. Das jetzt ja nicht mehr genutzt wird. Also hier geht es dann ja runter zu diesem ominösen Dungeon. Hier ist ja nochmal ein Schlaf gemacht. Ach, jetzt funktioniert das nicht mehr. Jetzt habe ich das hier... Weißt du, ich habe da... Jahrelang habe ich da dran gebaut. Aber gut, jetzt funktioniert es ja auch... mit nur Trittschaltern. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so hier. Wie es halt ist. Aber es funktioniert, glaube ich, sogar noch. Na. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich habe hier... Weiß ich nicht, wie lange habe ich hier dran gebaut. Und habe euch damit aufgeregt, dass ich es nicht hingekriegt habe. Und jetzt... Das hat alles für die Guts. Alles für die Katze hier, alles abreißen, die ganze Kacke hier. Alles vergessen. Hab ich so lange drin gebaut und jetzt ist es nichts mehr wert. Ja, ja, das waren schon lange Stunden, die ich daran verbracht habe. So, ich bräuchte eigentlich nochmal einen Holzblock. Nein, verdammt ihn nach unten, nein. Nee, das ist mir nicht wert. Nein. Sieht von unten auch scheiße aus, aber... Nein! Ach, fick dich doch weg. Momo First, ey. Ich gehe mal gleich nach unten, da. Ich wollte da nämlich eh nochmal reingucken. Aber dann müsste man hier auch irgendwie die Treppe anpacken, weil man hier oben kein Haus mehr hat. Aber das bin ich ja gerade am Überlegen, wie man das hier vielleicht noch schöner gestalten könnte. Au. Geronimo! Oh, Holz. Oh, geil. Ja, gib's mir. Geil. Holz.
Holz. Holz, 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 Leben, 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 Leben. Jep, da muss man eigentlich alles abreißen. Das müssen wir nochmal machen. Ach du Scheiße. Hau mal ab hier. Ich weiß gar nicht, wie man das aussehen würde. Wenn man gleich mal... Mal eben hier ein bisschen so eine kleine Treppe bauen. Ah, ich muss hier nämlich einmal mal rüber. Wenn man hier so eine... So ein kleines... Ja... Ich wollte ja noch das eine eigentlich machen, aber gut. Wir können uns auch nochmal auf eine Suche nach einem Dorf machen. Ach, hier gibt es auch einen Durchgang. Auch cool. Sieht auch cool aus hier. Lass mich ein bisschen durchbrechen. Ich möchte eigentlich da oben hin. Hm. Geronimo! Hat nicht ganz geklappt. Ich habe viel zu schön abgesprochen. Nein, also in Holzburg sieht das ziemlich unrealistisch aus. So. Dann einmal das. Und das gemacht. Um hier drauf zu kommen. Alter. Will mich das Ding hier verarschen? Das gibt's nicht. Hier, hier. Immer dieses Hochkommen, so. Aber hier ist gar keine... Ach. Oder was ist denn da oben? Ich baue mir da jetzt mal einfach hoch. Ich baue es dann auch wieder ab. Oh, war doch nur das Frühstück gegessen. Hab ich das hier mal hingebaut oder was? Sieht doch auch scheiße aus, wenn hier sowas ist. Weiß ich gar nicht mehr, dass ich das hier mal hingebaut habe. Ehrlich nicht. Ich dachte immer, hier wäre so ein... Ach, Mann, ey. Mann, das, die Musik regt mich auch gerade auf. Tschüss, hau mal ab hier. Und darüber kann man reden. Über Time Pools. Hm. So, einmal ein bisschen eingetaucht hier. Und jetzt mal gucken, dass ich schnell zu meinem Haus zurückkomme und ein bisschen penne. Also hier hinten, hm. Ich bin nur gerade noch mit dem Plan. Also ich habe da so zwei Projekte, die ich gerne starten würde. Aber ich möchte mich immer nur auf eins konzentrieren. Ich weiß nicht, ob ich das dahinter... Was könnte man eigentlich... Dafür müsste ich allerdings auch noch ganz schön was wegarbeiten. Es gibt... Ups, aua. Mann, ich sollte was essen. Mal eben hier umgreifen. Ach, nur noch 9 läppische Brote. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen Weizen, wir können auch noch ein bisschen was nachmachen. Ach komm. Hier gibt's auch schon eine Treppe. Oh nee. Man, es fängt hier immer wieder das Längen an, wenn da die Lieder wächst. Wechselt? Wächst. Wächst. Er wächst die Lieder, natürlich. Na klar. Tschüss. In welchem Film das mich erinnert, nicht an Avatar, sondern ach, wie heißt denn der Film? Dazu gab es glaube ich auch mal ein Spiel. Die war ja auch falsch rum. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Hab ich mich gerade erschrocken. Scheiße. Puh. Zum Glück habe ich hier meinen Bunker, ey. Oh, das wäre echt gerade, Alter. Habe ich mir jetzt echt gerade, wow, hab ich mich da, Alter. Steht da erstmal ein Skelett neben mir, ja, ist klar. Natürlich. Dieses Behinderte, och, muss mich auch erschrecken, die Kacke, ey. Alter, hat mich das erschreckt. Ne, jetzt ohne Witz, da ist mir richtig ein Schreck in die Glieder gefahren. Ha, es funktioniert. Ha. Wir müssen aber noch zwei Strutschalter mehr machen. Das ist mir gerade aufgefallen. Wir müssen aber noch von draußen irgendwie wieder reinkommen. Das hat man nämlich die ganze Zeit gar nicht.
Sequenz 2, fertig, Ziellaube. Hier, dreh ich drauf, boom. Und das geht natürlich auch, klasse. Ich bin hier gerade nochmal ein bisschen am rumschauen. Man könnte hier halt das so machen, dass man hier irgendwie noch so vielleicht so ein paar andere Balkone, dass man hier oben auf jeden Fall das Haus umbaut. Oder ich habe halt noch einen ganz anderen Plan, aber schon ein bisschen länger. Den fand ich auch nicht schlecht, glaube ich, so auch noch nicht gesehen zu haben. Wenn man das Haus hier umbaut, das wäre schon eine ziemliche Arbeit. Das würde schon ein paar Folgen Anspruch nehmen. Aber wenn ihr das mal sehen wollt, schreibt das bitte unten in die Kommentare. Danke. Auf jeden Fall jetzt noch ein... Nein, wir haben noch eine. Anderes Projekt, was ich auch noch gern starten würde. Dazu musste ich allerdings erstmal gucken, ob ich dazu überhaupt die nötigen Materialien bei mir, also nicht bei mir habe, sondern generell habe. Das weiß ich nämlich gar nicht ganz genau. Einmal da reinstellen, einmal so und dann tschüss. Zu diesem kleinen Projekt, was ich da habe, aber klein. Das dauert auch locker mal ein bisschen. Das würde ich aber wahrscheinlich auch aufteilen. Und vielleicht dann da mit dem anderen Projekt nochmal nebenbei anfangen. Nehmen wir gerade, was hier so nicht. Oh, Rote kann man mitnehmen, ne? Wenn sie hier eh schon so rumliegen. Oh nein! Doch, aber. Das haben wir auch schon 5000. Nee. Noch macht es keinen Zaun. Mal gucken, vielleicht erschrecke ich mich gleich auch wieder. So, einmal hier wieder reingepackt. Was ist das denn? Wolle. Hier haben wir auch noch Wolle. Leitern. Auch nochmal Wolle da oben. Man könnte jetzt natürlich nochmal Kisten sortieren spielen. Habe ich aber ehrlich gesagt gerade keine Lust drauf. Ich werde jetzt erstmal die Schere benutzen und ein paar Schafe schneiden. Das können wir natürlich auch noch machen. Mit der Schere können wir auch nochmal was anfangen. Das wäre... nur dann glaubt mir jemand die Idee. Ja, ich glaube, ich werde das mal machen. Das sieht... Ich habe nämlich auch nochmal eine Idee. Also ich werde gleich nochmal mit Scheren arbeiten. Schon muss ich mir gleich noch vorbereiten. Also ihr seht, die Ideen sprudeln noch. Wir brauchen auch auf kein baldiges Ende hoffen. Ach du, Entschuldigung, wollte ich nicht. Wie viele Schafe habe ich jetzt hier eigentlich zum Abernten? Ich weiß es gar nicht. Es sind auf jeden Fall viel zu viele. Ja, hier gibt man deine Wolle. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Die Wolle brauche ich gerade noch gar nicht so. Ach, die lasse ich erstmal in Ruhe. So, hier, gib mal her, danke. Also ehrlich, ups. Gerade kurz geleckt, da hat er das Lied gewechselt. Ja, wir sind hier beim gefährlichen Wolle schneiden. Da kann man sich auch mal in die Finger schneiden. Das ist alles schon vorgekommen, alles schon passiert. Das soll nicht heißen, dass sowas nicht passieren kann, ne? Also